Hallo und herzlich willkommen. Lassen Sie uns heute über das Thema Komplexität in der IT sprechen. Komplexität kann an vielen Stellen entstehen. Komplexität entsteht in der Infrastruktur und zieht sich durch bis in den Backup-Bereich. Wodurch erhöht sich die Komplexität heutzutage immer mehr? Heterogene Storage-Systeme, Storage-Umgebungen erhöhen diese Komplexität in der Gesamtinfrastruktur, im Gesamtsystem und gefährden natürlich immer mehr die Sicherheit. Je mehr unterschiedliche Systeme zum Einsatz kommen durch Wachstum, durch neue Technologien, umso mehr Schwachstellen decken sich auf und umso höher wird die Gefährdungslage im gesamten Unternehmen. Neue Gefährdungen unterstützen das natürlich entsprechend, das heißt Ransomware-Angriffe oder direkte Angriffe kombiniert mit Ransomware nutzen diese Sicherheitslücken aus, die durch die hohe Komplexität entstehen. Mein Thema für heute ist, dass wir uns über diese Komplexität, über die Sicherheit im Backup-Bereich unterhalten. Die große Frage ist also, wer schützt am Ende mein Backup? Der Schutz gegen Katastrophen ist etwas, das kennt man. Brand im Serverraum, dafür ist Backup schon immer konzipiert gewesen. Angriffe aufs Unternehmen kamen natürlich auch mit dazu. Ransomware ist sicherlich das Neueste, wogegen ich meine Backup-Daten schützen möchte, vor allem in Kombination mit gezielten Angriffen. Heutzutage passieren gezielte Angriffe in Kombination mit Ransomware, um zuerst mein Backup zu zerstören und anschließend über die Ransomware die restliche Infrastruktur zu verschlüsseln. Wenn wir uns so einen traditionellen Ansatz anschauen, wie ursprünglich Backups konzipiert wurden, kommt man relativ schnell dazu, dass ich eine einfache Kette habe, ein einfaches Backup to Disk to Tape. Das heißt, ich nehme meine Quelldaten, ich schreibe sie lokal weg, vielleicht nochmal auf einen zweiten Standort als Kopie, dann eine Auslagerung auf ein Tape und am Ende nutze ich das Tape vielleicht auch noch als Langzeitarchiv. Das heißt, ich ziehe das Ganze raus, lege es in den Tresor und lasse es da für die nächsten 1, 2, 5, 10 Jahre liegen. Die Frage der Auslagerung und der Archivierung bedingt natürlich auch, wie ist die DSGVO-Rechtslage, das heißt, wie lange muss ich diese Daten auslagern, wie lange brauche ich tatsächlich eine Aufbewahrung, die unveränderlich ist. Und relativ schnell kommt man zu der Frage, ist dieser traditionelle Ansatz immer noch der richtige, um in der aktuellen Gefährdungslage die maximale Sicherheit zu generieren, ohne dabei die Komplexität unnötig zu erhöhen. Dazu müssen wir uns erstmal anschauen, welche Quelldaten hat man heutzutage. Durch unterschiedliche Systeme, unterschiedliche Speichermedien, unterschiedliche Datenklassen und Datenarten unterscheiden sich heutzutage die Quelldaten ganz massiv. Wo ich vielleicht früher von einigen Windows-Servern und einigen PCs gesprochen habe, habe ich heute virtuelle Maschinen, ich habe Hardware, ich habe Archivdaten, ich habe Datenbanken, ich habe Daten, die sich schnell ändern, Daten, die sich langsam ändern, Daten, die ich lange aufheben muss, Daten, die vielleicht morgen schon veraltet sind. Das heißt, ich muss mir viel genauer anschauen, welche Art von Daten habe ich hier eigentlich in dieser ganzen komplexen Infrastruktur vorliegen. Die nächste Frage ist, welche Daten davon sind wirklich aufbewahrungspflichtig? Welche Daten bringen mir überhaupt noch was in der Zukunft? Und wann ist die Zukunft? Sachen wie RPO, RTO-Betrachtungen sind genau das, was da helfen. Das heißt, die Frage, wie alt dürfen die Daten überhaupt sein und wie schnell brauche ich sie denn wieder? Um das zu beantworten, muss ich mir wirklich alle Daten genau anschauen. Das heißt, ich muss die komplette Komplexität meiner Infrastruktur aufdröseln und muss mir jede Datenklasse einzeln anschauen und überlegen, welche Daten müssen eigentlich wohin. In einem traditionellen Ansatz habe ich sowas nicht. Da habe ich mein lokales Backup, da geht es mir darum, dass ich vielleicht einen schnellen Restore habe. In vielen Fällen gab es bei einem traditionellen Ansatz den zweiten Backup-Copy schon gar nicht mehr, sondern ich habe direkt geschaut, dass ich es auf dem zweiten Standort mache und meine Auslagerung auf Tape, die ich dann am besten auch noch täglich nach GFS-Prinzip mache, hat ja schon alles gelöst. Klar, damals hat man vielleicht von 5, 6, vielleicht auch 10, vielleicht auch 20 Windows-Servern gesprochen. Heutzutage hat man eine virtuelle Infrastruktur mit mehreren hundert Maschinen. Man hat File-Server mit dazu, die große Datenmengen ansammeln. Man hat plötzlich archivpflichtige Daten, große Datenmengen, die sich über die Zeit aufsummieren. Und irgendwann kommt man an den Punkt, wo man merkt, ein tägliches Backup auf Tape funktioniert ja gar nicht mehr. Das heißt, ich muss reduzieren, weil ich es gar nicht mehr in dem Zeitfenster schaffe.
weil vielleicht das Tape auch zu langsam geworden ist oder nicht mehr groß genug ist. Also der traditionelle Ansatz vielleicht heute nicht mehr zeitgemäß. Hier nochmal die ganzen unterschiedlichen Daten, die dann quasi als Quelldaten in den Backup-Pfad untergebracht werden müssen. Und diese Daten wollen wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen. Das heißt, nicht mehr alle Quelldaten gleich behandeln, sondern eher dediziert schauen, welche dieser Daten müssen wie aufbewahrt werden und welches Backup-System brauche ich dafür. Schauen wir jetzt mit dem Blick in die aktuelle Situation, stellen wir fest, dass es einen Paradigmenwechsel im Backup-Bereich gibt. Wo früher ein einfaches Backup to Disk to Tape gereicht hat, um Gefährdungen wie den Brand, den Ausfall eines Servers oder vielleicht auch ein fehlgeschlagenes Update abzufedern, wo es gar nicht darum ging, eine hohe Gefährdungslage von außen zu betrachten, muss man heute sehr, sehr dediziert als allererstes auf diese hohe Gefährdungslage schauen. Weil inzwischen ist nicht mehr die Frage, erwischt es mich vielleicht auch, sondern die Frage ist, wann erwischt es mich auch? Das heißt, wann ist die Ransomware bei mir, wann ist der Angriff bei mir, wann werden meine Daten aktiv angegriffen und wann wird auch mein Backup aktiv angegriffen? Wann verliere ich meine Backup-Daten und wann muss ich mit Alternativen oder mit Sicherheitsmechanismen wieder an diese Daten kommen, um sie herzustellen? Dieser Paradigmenwechsel bedingt natürlich auch, dass die Betrachtung vom Backup anders sein muss. Das heißt RPO, RTO-Betrachtungen, Business Continuity-Konzepte, das heißt, wie kann ich so schnell wie möglich alles wieder anstarten, bis hin zu, wie kann ich auf alte Backups dediziert zugreifen, filebasiert zugreifen, wie kann ich einzelne Dateien rausholen, um zu prüfen, wo ist der Infekt schon da gewesen, wo war der Virus oder der Angreifer schon im System, sind wichtiger geworden als je zuvor. Das heißt, ich muss mir meine Backup-Lösungen deutlich genauer anschauen und wirklich jeden Aspekt berücksichtigen, um im Worst Case meine Daten wiederherzustellen. Ich muss also nochmal ganz vorne anfangen und mit einem moderneren Ansatz reingehen. Ich muss anfangen zu unterscheiden, was sind wirklich archivwürdige Daten und was sind Backup-Daten. Weil jeden Tag ein Tape rausziehen und für 10 Jahre in den Tresor legen, hat vielleicht früher funktioniert. Heutzutage werden die Datenmengen dafür zu groß und vor allem nur für eine geringe Anzahl an archivwürdigen Daten unendlich viele Tapes oder Airgap-Medien in einen Tresor zu legen und für 10 Jahre aufzubewahren, ist eigentlich sinnlos. Das heißt, ich muss mir anschauen, archivwürdige Daten raus aus dem Backup, in einen Archivspeicher, der in sich so sicher ist, dass ich kein Backup mehr brauche. Da sind wir bei uns bei einem Hardware-Wurm. Und alles andere wirklich in der Betrachtung, wie schnell müssen die Maschinen wieder oben sein, wie alt dürfen sie sein im Worst Case, geht es um Client-PCs, die ich vielleicht sogar aus einem Server wiederherstellen kann. Das heißt, habe ich ohnehin meine Home Directories, habe ich ohnehin die Profile abgelegt und ich muss die Maschinen gar nicht mehr sichern. Geht es um virtuelle Maschinen wie mein Domain-Controller, die extrem schnell wieder da sein müssen und am besten natürlich mit dem aktuellsten Stand. Geht es um einen File-Server, wo ich plötzlich eine Mischung an Daten habe, statische Daten, veränderliche Daten? Kann ich dort vielleicht auch schon die Betrachtung ändern und sagen, der statische Teil kann anders gesichert werden als der veränderliche Teil? Das heißt, moderner Ansatz heißt, die Daten genauer anzuschauen, zu qualifizieren. Über die Qualifizierung dieser Daten kann ich dann in den nächsten Schritt gehen und sagen, okay, jetzt erstelle ich mein Backup-Konzept dafür. Business Continuity für die Maschinen, die ich sofort wieder brauche. Sofort, vielleicht nicht nach einem Ransomware-Angriff, aber sofort nach einem Systemausfall. Das System muss so schnell wie möglich wieder hochkommen, weil die Downtime, das weiß man auch aus den Ransomware-Angriffen, das weiß man auch aus den direkten Angriffen, die Downtime ist häufig das, was am teuersten ist. Eine längere Downtime kann sich heutzutage niemand mehr leisten. Also Business Continuity für die rot gekennzeichneten Daten hier in dem Beispiel. Dort brauche ich die maximale Performance, dort brauche ich keine Aufbewahrung von vielen Monaten. Da geht es darum, aktuellste Daten so schnell wie möglich. Dann, ich nenne es hier mal Backup-Archiv, der zweite Pfad. Das heißt, ich möchte mir Backups nochmal in einem Speicher ablegen, der idealerweise für einen längeren Zeitraum die Daten auch sicher aufbewahrt. Ransomware sicher bitte. Und sicher gegen Angriffe, bitte, um somit auch auf ältere Stände gesichert zurückgreifen zu können, um im Fall eines Angriffs eben Forensik zu betreiben, Analyse zu betreiben und auf einen Stand zurückzukommen, der noch nicht infiziert wurde, um meine Infrastruktur wieder anzustarten. Der Airgap hinten raus ist mein doppelter Boden. Das heißt, egal was passiert, egal wie lange dieser Ransomware-Angriff schon her ist, ich habe nochmal eine Instanz, die von niemandem angegriffen werden kann in keiner Form.
egal welche neuen Angriffsmethoden kommen, egal welche neuen Sicherheitslöcher kommen, ich habe etwas, was liegt, das liegt im Tresor, das ist offline, das ist nicht erreichbar. Reduziert mir die Abhängigkeit und ist die finale Absicherung hier. Aber das ganz Wichtige ist, je mehr Sicherheit ich in diesem mittleren Bereich im Backup-Archiv unterbringe, je sicherer dieses Archiv ist, desto weniger Bedürfnis an diesen AirGap habe ich. Ich werde ihn trotzdem noch brauchen, das ist mein doppelter Boden, aber bitte nicht mehr jeden Tag. GFS-Prinzip, ja, wunderbar, war früher super. Heutzutage würde ich eher schauen, dass ich im mittleren Bereich im Backup-Archiv deutlich mehr Sicherheit reinbringe und den AirGap aber dennoch mitnehme als doppelten Boden für den allerletzten Fallback. Und die archivwürdigen Daten bitte in einen Hardware-Wurm, weil dann sind sie aus dem Backup raus, verbrauchen dort keinen Speicherplatz und ja, betreffen nicht meine gesamte Kette inklusive dem AirGap und inklusive der Pflicht, diese geairgapten Daten dann auch noch für 10 Jahre aufzubewahren. Fassen wir mal zusammen, was wir gerade gelernt haben. Der komplette Backup-Pfad und die komplette Backup-Technologie hat sich geändert. Wir sprechen eigentlich nicht mehr von Backup, sondern von Data Protection im Backup-Pfad. Das heißt, ich muss die Backup-Daten in sich natürlich auch nochmal sichern, weil sie sind natürlich Angriffsziel Nummer 1 geworden, weil sie mein doppelter Boden sind. Das heißt, ich muss auch hier beginnen, ganz dediziert unterschiedliche Speicherklassen für unterschiedliche Daten zu nutzen. Ich brauche einen AirGap, ich brauche performanten Speicher, ich brauche einen Speicher, der bezahlbar ist, unterschiedliche Stufen, unterschiedliche Kategorien. Und laufe damit automatisch wieder Gefahr, dass ich in genau das, worüber wir am Anfang gesprochen haben, wieder reinfalle. Erhöhung der Komplexität. Erhöhung der Komplexität bedeutet Reduzierung der Sicherheit, bedeutet aus Data Protection wird wieder nur Backup. Wie lösen wir das Problem? Das ist relativ einfach. Ich entscheide mich für eine Hardware, die das komplette Produktportfolio abbilden kann oder das komplette Speicherportfolio. Wir beginnen ganz vorne, Performance-Speicher. Business Continuity, der schnellste Backup-Speicher für eine kurze Zeit. Da kommt bei unserem Produktportfolio der Silent Brick Flash ins Spiel. Natürlich SSD-based, natürlich maximale Performance für den Instant Recovery, fürs Sure Backup, damit ich so schnell wie möglich mit allen meinen Maschinen wieder online bin. Geht es hier um mehrere hundert Terabyte? Muss ich ganz ehrlich sagen, schaut rüber zu den Kollegen von der Pure, die machen das perfekt. In kleinen Bereichen, zweistellige Terabyte-Bereiche, kleinere zweistellige Terabyte-Bereiche, Silent Brick Flash, die perfekte Lösung. Gehen wir weiter. Wir möchten die Daten jetzt über die 7 Tage hinaus gerne nochmal absichern, weil ich weiß ja nicht, wann der Angriff passiert ist. Vielleicht ist es schon ein bisschen länger her, vielleicht habe ich es nicht mitbekommen. Also gehen wir weiter in den Bereich, wo ich Kapazität und Sicherheit brauche. Also ein Speicher, der die Daten entgegennimmt und gegen Veränderungen schützt, gegen einen Ransomware-Angriff schützt, gegen tatsächliche Angriffe schützt. Bitte auch das Ganze mit 2-Faktor-Authentifizierung abgesichert, dass auch über den Managementzugang keiner an diese Daten oder an die Verwaltung dieser Daten herankommt. Und das Ganze über einen Backup-Copy-Job. Da bieten wir den Silent Brick DS als die perfekte Lösung an. Bis zu 128 Terabyte pro Einschub, pro Riegel, erweiterbar bis in die Petabyte. Hier können sicherlich viele, viele Daten abgelegt werden. Wichtig ist aber auch, nicht nur Ransomware-Sicherheit bitte, sondern auch Sicherheit innerhalb des Speichers. Und wir sprechen hier von 2 bzw. 3 Paritäten mit dem Silent Brick DS. Das heißt, bis zu 3 Platten Verlust ohne Datenverlust. Jetzt habe ich meine Daten auf dem schnellen Speicher und auf einen großen Speicher, der sie für längere Zeit archiviert, im Backup hält, der in sich Ransomware geschützt ist. Das heißt, die letzte Stufe, die Auslagerung der AirGap oder die Virtual Tape Library in unserem Beispiel, dient nochmal als doppelter Boden. Sicherlich brauche ich das nicht mehr jeden Tag, vielleicht auch nicht jede Woche. Vielleicht reichen mir sogar die Monats-Backups, dass ich im Worst Case, wenn der Angreifer vielleicht schon über 90 Tage hinaus, vielleicht seit einem halben Jahr im Unternehmen ist, dass ich nochmal auf den alten Stand zurückkomme, um zumindest Forensik betreiben zu können. Es ist am Ende aber meine Last Line of Defense. Das heißt, ich werde es so oder so brauchen. Und das ist auch unsere große Empfehlung. Wenn ich jetzt diesen Tape-Speicher natürlich im gleichen System betreiben kann, nimmt mir das wieder Komplexität raus.
Das heißt, ich habe einen zentralen Ansprechpartner für mein Business Continuity Konzept, für mein Backup-Archiv, als auch für meinen Airgap-Speicher und kann somit wirklich alles in einem System auch abbilden, unter einem Wartungsvertrag. Um hier die maximale Sicherheit hereinzubringen, nutzen wir für unsere Tape-Emulation kein RAID-Level, auch kein ZFS, sondern ganz klar Erasure-Coding mit einem linearen Filesystem, mit einer Redundanz von 4 Platten pro einzelnen Einschub und somit einer extrem hohen Sicherheit gegen Datenverlust. Das heißt auch, wenn ich nach 3 oder 4 Jahren diesen Speicher wieder einlegen sollte, werde ich die Daten noch lesen können, selbst wenn zu dem Zeitpunkt 2 Platten über die Zeit ausgefallen sind oder 3 oder 4. Maximale Sicherheit, Airgap, transportabel. Jetzt kann man natürlich überlegen, es gibt ja auch moderne Technologien wie den Object Store, der Daten entgegennimmt, der mir gewisse Vorteile bietet. Gerade in Kombination mit Veeam kann ich dort vielleicht Datenmengen reduzieren. Full Backups werden kleiner oder Synthetik-Full Backups genau genommen verbrauchen keinen zusätzlichen Speicherplatz. Die Pakete, die über die Leitung gehen, werden kleiner, bleiben kleiner. Vielleicht habe ich auch die Anforderung an Office 365 Backup. Oder ich schaue mir an, was in der VMV 12 kommt und sehe, auch dort wird S3 ein zentrales Thema spielen. S3 sogar schon als direktes Backup-Target, nicht mehr als Capacity-Tier. Das heißt, der Object Store rückt immer weiter in den Fokus und natürlich auch bei uns. Bei uns bedeutet das, der Object Store alias S3-Schnittstelle ist schon länger verfügbar. In einem der nächsten Releases wird es auch dort die Funktion des Object-Lockings geben. Das heißt, auch hier kann ich eine hohe Ransomware-Sicherheit mit reinbringen, eine Sicherheit gegen Angriffe von außen mit reinbringen und somit nochmal einen weiteren Layer schaffen, den ich vielleicht an einem Remote-Standort aufbaue oder auch on-premise in meiner Location mitnutzen kann. Und in der letzten Instanz kommen wir natürlich noch zum Thema der Compliance, weil ich habe ja immer noch diesen kleinen Bereich oder vielleicht sogar sehr großen Bereich der archivpflichtigen Daten. Und natürlich gibt es auch hierfür eine Lösung, die innerhalb des gleichen Systems ohne eine Erhöhung der Komplexität abgebildet werden kann. Hier bieten wir den Silent Brick Warm oder alternativ inzwischen auch den Silent Cube DS Warm in der neuen Variante, die mir eine extrem hohe Sicherheit, so eine hohe Sicherheit, dass selbst ich keine Daten löschen kann, mitbringen. Das heißt, Daten, die in diesem Bereich liegen, können getrost aus dem Backup-Pfad entnommen werden, sind revisionssicher archiviert, sind zertifiziert abgelegt und sind unlöschbar und unveränderlich für jeden Angreifer und für jeden Servicetechniker und natürlich auch für jede Ransomware. Die Komplexität ist damit reduziert. Das heißt, wir haben ein System für den kompletten Umfang, für jede Datenklasse und können trotzdem sehr dediziert jede Datenklasse adressieren und ganz genau nach Anforderung Speicherplatz ausbauen innerhalb eines Systems und je nach Anforderung Speicherplatz im Bereich der Performance, im Bereich der Kapazität, im Bereich des Airgaps oder vielleicht sogar im Bereich des S3-Stores erweitern. Und wenn Sie sich jetzt denken, klingt interessant, aber ich habe ja schon Teile davon. Bei uns ist das Motto immer Start Anywhere. Das heißt, egal, ob es um den Airgap geht oder um den Performance-Speicher oder um die S3-Schnittstelle für Office 365, ich kann mit einem einzelnen Einschub, mit einem einzelnen Silent Brick auch einen einzelnen Bereich adressieren und kann mir immer noch offen halten, ob ich später erweitere und weitere Bereiche mit dazu nehme oder ob ich tatsächlich nur in einem Bereich unterwegs sein möchte oder nur die Anforderungen für einen Bereich habe. Die extrem hohe Sicherheit kommt bei uns immer mit dazu. Vielen Dank und vergessen Sie nicht, bei uns auf der Ausstellerseite vorbeizuschauen. Auch dort finden Sie interessante Unterlagen und natürlich unsere Kollegen für ein Gespräch.